Ich glaube, ein großes Problem, das wir in Deutschland haben und das wir immer wieder auch mitspielen, ist, dass wir, ob es gewollt ist oder nicht, das will ich jetzt niemandem unterstellen, aber dass wir uns von der Politik oder von den Menschen, die uns regieren, vereinzeln lassen. Wir lassen uns auseinandertreiben, wir lassen uns spalten. Dann wird gesagt, naja, die Geflüchteten sind das Problem oder die Menschen mit Behinderung sind das Problem oder die Menschen, die arm sind, sind das Problem. Anstatt dass wir mal identifizieren, dass vielleicht all die Menschen gemeinsame Interessen haben, nämlich bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel, und zwar für alle. Und dass es nicht sein kann, dass wir in einem Land leben, in dem ein Millionär oder eine Millionärin einkommensunabhängig Kindergeld bekommt. Bei einer alleinerziehenden Mutter, die auf Grundsicherung angewiesen ist, das aber auf das Einkommen angerechnet wird. Das heißt, wir müssen anfangen, als sozial benachteiligte Gruppen uns zusammenzuschließen und nach oben zu treten, anstatt uns permanent spalten zu lassen und von denen, die oben sind, nach unten treten zu lassen.